Reifen wühlen sich durch den Schlamm, Ketten rasseln durchs Gelände. Was sonst nur Soldaten vorbehalten ist, können Gäste am kommenden Wochenende wieder hautnah miterleben. Denn zum 13. Mal laden Technikfans und Fahrzeugsammler zum Nutz- und Militärfahrzeugtreffen in das Flugplatzmuseum ein. Zu sehen gibt es wieder Militärtechnik aus fast 75 Jahren Zeitgeschichte. Unter anderem die Treckerfreunde Branitz, diverse Kettenfahrzeuge und Militärtechnik aus aller Welt. Aber nicht nur gucken, sondern auch anfassen ist wieder erlaubt. Ob mit dem russischen Schützenpanzer BMP durchs Gelände rasseln oder hinter den Steuerknüppeln der Hubschrauber und Flugzeuge Platz nehmen. Zu sehen gibt es an beiden Tagen reichlich. Dazu gibt es ein original historisches Feldlager zu bestaunen. Fans von Militär- und Nutzfahrzeugen sollten sich also den 13. und 14. Juli schon mal rot im Kalender anstreichen. Los geht's ab 10 Uhr im Flugplatzmuseum Cottbus.